Traust du dich zu fragen oder soll Daddy das machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich ein bisschen mitfahren? Was passiert hier? Ich wurde einfach von der Wespe gestochen. Was ist das? Ja, los, ja, ja, ja. Entschuldigung, starke Frau. Können Sie mir vielleicht helfen? Der Tankdeckel geht nicht auf. Ja, ist gut ab. Riech mal in deiner Hand, Julius. Nee, lieber nicht. Möchtest du riechen vielleicht? Nee, danke dir. Doch, komm, komm. Nein, danke, danke, nein, nein, nein. Gestern hat er einen Schweinetanga angehabt. Und Peppa Pig. Ja, also wenn ihr wollt, zieht auch jetzt eine Hose runter. Nee, danke. Auch wenn ihr nicht wollt, mache ich das jetzt. Oh Gott, Alter, oh Gott. Herzlich willkommen zu... Warte mal ganz kurz. Ist schon Weihnachten? Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Oh, der hat ja richtig abgesahnt, der Weg. Einfach ein grünes Video, Digga. Ich kann es nicht glauben. Digga, ich renne jetzt einfach hier hoch, Mann. So, liebe Fische, sieht ein grünes Video aus. Ich bin der Leguan und das sind zwei Leute, die ich nicht kenne. Wir werden heute, oh mein Gott, lass mich mal ganz kurz ausatmen, die Gegend unsicher machen in La Cassette einblenden, Düsseldorf. Was für Kelly auf 3 Euro, Bruder, babbel nicht. Kennst du den Unterschied von Spanier und Kanadische? Ich habe einen Kontakt. Boah, ich habe keinen Bock, die Treppen zu laufen. Oh, Alter. Kinderjoy ist auch dabei. Willkommen zurück in 2012. Und weißt du, was das Gute dran ist, du? Demonetarisierung für dich. Der Knick, den kann ich erklären, das war vom Kennzeichenschleifen, aber nicht von mir. Aber ja, das war von einem Unfall. Sie glauben die Geschichte, ist wahr? Ich glaube nicht. Kann ich auf den Rücken? Nein, bitte nicht, so über Rückenschmerzen. Möchtest du auf meinen Rücken? Okay. Einmal um den Ball laufen. Oh Gott, einmal um den Ball. Wie viel wiegst du? Sag ich nicht. Wir machen jetzt einen krassen Abgang. Oh, okay. Oh, Junge, du hast uns überfahren, Alter. Ich werde jetzt irgendwo, wo wir nachher sein werden, werde ich mich nochmal so abrollen und dann habe ich einen krassen Übergang. Checkst du? Du liegst in so einer Matsche-Dings. Du wolltest mir heute nochmal deine Wheelies zeigen, oder? Oh mein Gott, ja. Lieber YouTube-Mitarbeiter, wir sind hier auf der abgesperrten Teststrecke. Joy wird jetzt ein paar Wheelies machen und der Beste kommt rein. Oh Mann. Zeig's mir, gib's mir. Ja. Mann, ich hab so einen Druck. Oh mein Gott. Alter. Wie krass die Bremse packt, hast du gesehen? Hab's gehört. Aber ich find's auch nice, dass ich nochmal mit dem alten Motorrad unterwegs bin. Hiermit hat alles begonnen. Na, Olli, es ist wirklich die größte Ranzmaschine, die du hast. Jawohl! Erstmal auf der Köhe Soundcheck. Lieben wir. Guck mal, die Blätter sind einfach von der Köhe halb weg. Was ist weg? Die Blätter von der Köhe. Achso, du bist ja nicht so groß, du kannst nicht so hoch gucken. Ich hab Bretter verstanden. Ich so, hä, welche Bretter von der Köhe? Ich check gar nichts. Was war das? Halt still, halt still. Was ist das? Oh, ich wurde so gestochen gerade. Oh, ich geh mal kurz hier rein. Ich wurde einfach von der Wespe gestochen gerade. Was ist das? Ich wollte dich einfach retten. Wissen Sie, was man tun muss, wenn man von der Wespe gestochen wurde? Am besten eigentlich irgendwas Kaltes da kühlen. Haben Sie vielleicht was Kaltes hier? Okay, was Kühles. Ich glaube, ich spring gleich in so ein Gewässer rein einfach irgendwo. Okay, vielen Dank. Guck mal hier, ich habe gerade ein Foto gemacht. Das gibt's nicht. Das ist die. Bruder, ich bin der Stärkere, deswegen gleich ich jetzt am Leben. Aber du bist ein Arschloch. Haben Sie vielleicht was zum Kühlen? Ich habe gerade eine Wespe hier gestochen. Korrekt von dem einfach. Die ist an deinem Nacken rumgeschwirrt und ich habe da draufgehauen, weil ich die weghauen wollte von dir. Und die landet auf einmal an deinem Nacken und sticht dich. Ich muss schwimmen gehen. Ich muss in so ein Gewässer rein. Ihr habt ja auf dem einen Video 12.000 Likes hinterlassen. Deswegen habe ich gesagt, dass ich in diese eine eklige Brühe reingehen werde. Ich finde diesen Brunnen aber nicht. Deswegen gehe ich jetzt hier rein. Aber bevor ich das Ganze mache, muss ich mich einmal stärken. Ich habe nämlich meine Lieblingssorten von Holy dabei. Das ist Energy Drink ohne Zucker. Das ist eine sehr, sehr geile Alternative zu ungesunden Softdrinks, oder? Jens, bist du das? Man hat ja einfach einen Wachmacher, der lecker ist und kein Zucker hat. Holy ist so ein Gamechanger. Wunderbar. Assistentin, sehr gut. Dann macht man das Pulver einmal ganz kurz hier rein. Ich bin ein Schwein. Ein Bubbel! Oh mein Gott! Gib dir bitte den Holy, der will auch. Ein Bubbel! Oh mein Gott. Ich muss ihn jetzt holen. Ach du Scheiße, willst du nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin... Okay, das ist ein bisschen eklig mit diesem Zeug hier. Falls ihr nicht so der Energy-Typ seid, hat Holy auch noch Eistee und Hydration auf Lager. Das ist der Bobber! Ey, Kurva, Bobber! Auf jeden Fall werde ich jetzt hier im Wasser eiskalt Apple Alligator, meine Lieblingssorte, feinstens weghauen. Checkt auf jeden Fall das Probierpaket ab von Holy. Oh mein Gott! Auf Naturalos. Da sind nämlich bis zu 43 Sorten zum Testen dran. Erster Link in der Videobeschreibung. Willst du noch deinen Rabattcode sagen? Du bist Neukunde und willst 5 Euro sparen? Dann gib jetzt den Code LOLLY5 ein. Andernfalls gibt's noch 10% Rabatt mit Lolly. Ich liebe euch, jetzt geht's weiter. Oh mein Gott, Eis! Vielen Dank. Alles? Okay, ich werde mich revanchieren. Der hat gutes Karma. Ich muss kurz teilen. Möchtest du es reinkippen einfach auch?
Oh, okay, raus, rechts, 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 rechts. Das ist auf einmal alles rausgekommen. Kannst du nicht vorstellen, wie weh das tut, ne? Doch, ich wurde schon richtig oft von der Wespe gestochen. Vielen, vielen Dank an den Hyatt-Mitarbeiter. Das gibt gutes Karma und ich werde mich revanchieren. Ich werde da irgendwann mit Pralinen auftreten oder mit Rosen. Alter, eine SLS. Was ist das für ein Kran? Ui. SLS. Was ist das für ein Kran? Eine SLS. Warum meinst du, der Kran kann mich daran packen und ich kann mich dann hochziehen oder so? Ob du behindert bist? Nee, das ist Polizei. Was geht ab? Ich wollte ein Foto machen. Normal. Bruder, was ist das hier eigentlich? Oh, ich weiß nicht, ob man hier drauf laufen kann. Ich denke mal, dass mich das auch einfach trägt. Ist hier ein Riss? Ja. Okay, ich mach dann mal kurz einen Abgang. Digga, warum ist hier ein Riss drin? Vorsichtig. Ey, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf der Kö war. Ich weiß gar nicht, wie es hier aussieht. Ist auch schon extrem lang her bei mir. Was passiert hier? Och nee, meine Hose. Und sie checkt auch gar nichts, wie sie gerade geguckt hat. Kann ich ein bisschen mitfahren? Wie der Gas gibt. Er hat vielleicht Angst, dass du den überfällst oder so. Ja. Nee! Scheiße, mein Eis. Och Mann, ich könnte es auch nicht glauben, die Leute. Ich verstehe nicht, wie es immer sein kann, dass man wieder was Neues findet, was noch dümmer ist. Ich will auch noch was sagen, Freunde, denn Olli Stunt Buddy hat seine 100k auf YouTube geknackt. Ja, Post! Okay. Oh, mein Fuß! Ich weiß gar nicht mehr, wie Motorvlogs gehen. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt hier deinen Tankdeckel aufzumachen. Ich weiß nicht, was du damit gemacht hast, Joy. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Das ist so krass, dass du den einfach nicht aufbekommst. Entschuldigung, starke Frau. Können Sie mir vielleicht helfen? Der Tankdeckel geht nicht auf. Das weiß ich nicht. Wie macht ihr den denn sonst immer auf? Mit einer Zange. Traust du dich zu fragen oder soll Daddy das machen? Kannst du mich an die Hand nehmen und dann fragen? Habt ihr vielleicht eine Zange? Was für eine Zange? Boah, ich weiß genau welche. Ja, genau die. Danke sehr. Ich mach das und du drückst, okay? Okay. Und bitte kneif nicht in meinen Daumen rein. Das hat sich nicht gut angehört, sag ich dir ehrlich. Egal, zu kriegen wir das wieder, nur auf halt nicht. Korrekt, Digga. Hier gibt es Super Plus für meinen Anus. Ich hab hier gerade wieder Psychosen gehabt. Warum? Wovon? Vom Arztbein? Wir haben gestern Haus des Döners gegessen, ne? Alter, nee, ich weiß genau, was du erzählen willst. Hab mir ganz viel scharfe Soße drauf machen lassen. Und dann musste ich kurz danach auf Klo gehen. Das ist ein bisschen eklig. Ich hab mehrmals gekackt. Also. Aua, da tut's bei jedem Mal, wo wieder was rauskommt, tut's richtig noch mehr weh. Genau. Aber nett, dass er dich gewarnt hat gestern. Aber ist auch gut, dass ich es ignoriert hab. Einfach so ein bisschen Wasser hier, was ist das? Chababs, rotten. Grüne Augen, braune Locken. Tierens nicht, aber rocken. Halbes Ding voller Wasser. Gib mir deine Socken. Scheiß auf YouTube, werd einfach ein Rapper. Boah, wie schön, hä? Was ist hier los? Oh mein Gott! Alter! Ich liebe Iguane! Ich hab ein Fake verloren! Ich hab etwas gefunden! War das Wasser drin? Olli, was machst du? Nicht. Hä? Darf ich mal versuchen, das hochzuholen? Ja, heb hoch, komm. Warte kurz, sportliche Musik einfügen. Jetzt. Los, ja. Okay, sorry. Wer ist Sommer und wer ist warm, ich würde da auch reinspringen. Du willst hier reinspringen? Ich würde hier komplett reinspringen. Ich bin da komplett. Stell dir mal vor, da ist einfach so ein Baustellenschild. Ja, dann ist einfach das drauf. So, dann ist einfach mit. Ja!